Das S-Broker Social Media Team hat auf den sozialen Medien die Frage gestellt, welche Börsenweisheit wir hier mit diesen Bildern suchen. Die Auflösung gibt's jetzt im Video. Einige von euch haben das auch schon kommentiert, zum Beispiel auf Facebook, und haben die richtige Antwort gegeben. Denn die Börsenweisheit, die wir suchen, heißt Don't fight the Fed. Also die amerikanische Notenbank, zu Deutsch quasi, stell dich nicht gegen die Notenbank, und das gilt jetzt auch wieder mehr denn je. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Wir schauen uns das jetzt mal an. Bitte beachtet auch den Disclaimer am Ende des Videos. Don't fight the Fed, das gilt mehr denn je, habe ich gerade gesagt. Und so ist es eben auch. Wenn wir uns jetzt mal wieder den amerikanischen Aktienmarkt anschauen, den S&P 500 hier im Wochenchart, dann sehen wir, auf Basis dieses Corona-Crashs, der beispiellos war, so schnell ging es noch nie so weit bergab. Wir haben hier vom Allzeithoch, was wir im Februar gesehen haben im S&P 500 bei fast 3.400 Punkten, einen 35-prozentigen Rückgang so circa gesehen, hinunter auf circa 2.200 Punkte. Und von da aus aber auch gleichzeitig wieder einen beispiellosen Kursaufschwung gesehen. Da ging es dann vom Corona-Tief bis zum Hoch in der letzten Woche ungefähr 46, 47% nach oben. Angefacht das Ganze durch nicht nur amerikanische, sondern weltweite Notenbankmaßnahmen, die im Zuge der Pandemie eben losgetreten. Das sind Zinssenkungen gewesen, das sind auch Quantitative Easing-Maßnahmen gewesen, sprich beispielsweise Anleihekaufprogramme, Staatsanleihen werden dort aufgekauft, direkte Hilfen für Bundesstaaten in Amerika beispielsweise auch und eben auch direkte Hilfen für Unternehmen in Form mittlerweile von Unternehmensanleihen, die per ETFs aufgekauft werden von den Notenbanken. Das hat den Markt gestützt und das hat eben auch viel dazu beigetragen, dass wir eine solche beispiellose Rallye am Aktienmarkt, ja nicht nur in Amerika, sondern beispielsweise auch in Deutschland sehen konnten. Gestern gab es übrigens auch noch einmal News, dass die Notenbank nicht nur Unternehmensanleihe-ETFs aufkauft, sondern jetzt auch in Zukunft direkt Unternehmensanleihen aufkaufen möchte. Und das hat den Markt gestern dann auch wieder gestützt. Beispielsweise der Dow Jones, der vorbörslich 600 Punkte im Minus war, hat dann sogar im Plus geschlossen. Und so haben wir eben diese Weisheit, stelle dich nicht gegen die Notenbanken, schaue genau drauf, was die Notenbanken machen. Und vor ein paar Wochen hat sogar auch der CEO von BlackRock, Larry Fink, gesagt, dass sein Unternehmen genau drauf schaut, was die Fed macht und das Gleiche machen möchte. Denn das heißt Erfolg, laut seiner Aussage. Und so ist es dann eben so. Don't fight the Fed gilt mehr denn je. In die eine Richtung, nach oben, aber auch in die andere Richtung. Und in die andere Richtung würde es dann gelten, wenn die Notenbanken auf die Idee kommen, eben solche Kaufprogramme auslaufen zu lassen oder aber auch Zinserhöhungen zu vollziehen. Dort ist in der Vergangenheit auch der amerikanische Aktienmarkt immer mal wieder unter Druck geraten. Die Fed beispielsweise hat ab Dezember 2015 bis eben Anfang des Jahres 2019 insgesamt 9 Zinserhöhungen durchgedrückt und den Zins so auf 2,25 bis 2,5% eben auch getrieben. Und da haben wir dann eben auch zum Beispiel im Jahr 2018 gesehen, dass die Aktienmärkte ein wenig unter Druck geraten sind, auch in Amerika, weil es eben zu solchen Zinserhöhungen gekommen ist. Wir haben bis dato noch nicht den kritischen Bereich erreicht, was Zinserhöhungen angeht, sodass es super schwierig für Aktienmärkte wird und zuletzt eben auch viele Notenbanken, auch die Fed, die Zinssenkungen vorgenommen haben, die dann eben den Markt jetzt wieder geschützt haben. Aber genau darauf sollte man auf der anderen Seite auch schauen, was ist, wenn wir Zinserhöhungen bekommen.
Das war es zu diesem Video. Kurz erklärt, was wir hier mit dieser Börsenweisheit gesucht haben und was es mit dieser Börsenweisheit Don't Fight the Fed auf sich hat. Euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.